Herzlich willkommen zu unserem Let's Play mal wieder. Diesmal mit Mike und Cedric, der 18 geworden ist, ne? Moin Moin. Und ja, die spielen jetzt irgendwie alle Isaac, komischerweise. Und dazu wird auch noch demnächst irgendwann so Art Trial-LP werden, dass jeder das Spiel zockt und man kann von jedem das sehen. Und ja, mal gucken. So, ich natürlich habe wieder das Problem, dass ich gleich vier solche Kackviecher kriege, die mir hinterherrennen. Mark. Und ich gerade so extrem langsam laufe wie kein anderer. Ey, jetzt diese Stiefel von Marmann, die sind ja schon gestylt. Wohlbemerkt, ich bin noch nicht einmal gestorben und hab schon die Eve am Anfang freigeschaltet. Richtig nice. Auch nicht schlecht. Warum? Er spoilert. Der heißt aber so, dass sie. Weil ich freigeschaltet habe, keine Ahnung, was das sein soll. Soll nicht schlecht sein, das Teil. Keine Ahnung, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, hab's noch nie freigeschaltet. Nee. Oh mein Gott, hab ich ja. Ich hab diesen. Ich hatte einfach nur Glück, dass ich da gerade einen Traffic gepackt hatte, glaube ich, 4 Items lang da und keine Ahnung, einfach mal eingesammelt. Ich hab den Raum noch nicht gehabt, obwohl ich schon mindestens über 8 oder 9 Videos gehabt oder. Naja, ich 5. bin auch nicht nur einmal gestorben, von daher. Aber jetzt fliegt so ein komisches Vieh hinter mir her. So ein rotes. Schießt mit mir. Egal. War das nie die Schwester oder so? Hieß das mal nie der Gegenstand? Keine Ahnung. Keine Ahnung, jedenfalls. Ah, scheiße, Viecher verfolgen mich. Viel Spaß daran und egal. Jedenfalls jetzt noch nicht einmal gestorben, wird sich wahrscheinlich gleich ändern. Aber egal, das Vieh fliegt die ganze Zeit hinterher. Na gut. Toll. Ein Herz, ey. Ich bin wieder so gut. Ich bin so kacke in diesem Spiel. Verstehe ich nicht. Wie kann man da. Ja, ich krieg jede Scheiße ab von den Gegnern. Das kotzt. Du kannst auch mit der Maus schießen, also, falls du es noch nicht weißt. Nee, Maus ist schlecht bei mir. Oha, eine Pille. Ich hab gerade eine rote Keule gehabt hier liegen. Er hat mich angegriffen. Aber ich glaube, ich werde mal schnell. Mal wieder die Maus aus dem Spiel ziehen, sonst sieht man eine Maus. So. Auch nicht schlecht. Ganz neu. Ja. Aber der Mike ist irgendwie langsam geworden. Langsam leise, wollte ich sagen. Dafür bin ich umso. Ich bin jetzt gerade beim zweiten Killer. Isaac hat mal wieder einen Geschenk voller Scheiße bekommen. Ja. Ey, wieso geht die scheiß Steine kaputt? Hab ich da letztes Mal auch hingekriegt mit einer Bombe. So, keine Ahnung. Ah, jetzt alles klar. Ey, im Raum, wo ich nichts Besonderes gekriegt habe, außer 10 Bümpchen. Also ich habe hier irgendwie Glück. Von uns allen am meisten, ne? Video. Glück ist mit mir. Das Video 5 hatte ich immer Glück da, aber da bin ich zuzeitig gestorben. Aber du hattest bis jetzt nie diesen Teufelsraum oder was auch immer das sein soll. Keine Ahnung. Ich hab mich nur gewundert, dass ein Bossraum auf einmal die Tür aufging. Ich hab Nickel gefunden, wie geil. Ey, jetzt kann ich mir eine Batterie kaufen, geil. Ja toll, was bringt mir das? Ey, cool, ich sehe aus wie Frankenstein. Und der Boss. Ey, ein Herz und Boss kotzt mit dit an. Und wir pinnen es der Gegner, toll. God luck. Ey, Alter, kack. Ist dies. Huch. Ah, verdammt, jetzt hat er mir die Bombe hingeschoben. Okay. Elendes Viech, Alter. So, Was ist denn hier los? Einmal so ein hässliches Kopf im Hinterkopf. Also ein hässliches Auge im Hinterkopf, sorry. Ja. Und 97 mal Schlüssel, weil ich habe so ein komisches Schlüsselloch auf der Stirn. Na lol. Jetzt kann ich 89. Jetzt habe ich auch so eine rote Fliege hinter mir herfliegen. Also keine Ahnung, was jetzt hier abgeht. Ich glaube, die greift alles das an, was du dir in den Weg kommt. Nee, die Fliege fliegt mit mir, also ist irgendwie Kumpel. Naja, die greift an, wenn du angegriffen wirst. So viel weiß ich, glaube ich, noch. Ey, cool, habe ich jetzt die Karte von der Mutter gekriegt?
Deck of Cards, na toll. Ey, wenn ihr so ein Deck of Cards kriegt. Für Cards, Yu-Gi-Oh! Cards? Nee, aber wenn ihr die Karten habt, nicht beim Endboss einsetzt, das ist scheiße. Wieso? Ja, ganz einfach, weil du da bloß eine Karte rauskriegst und ja, das ist peinlich, wenn es während des Boss machst und der dich dann umbringt. Tja. Na, ich bin noch am Boss rumsuchen, also kein Ding. Der Boss ist das Scheiße. Mit dem Schädel. Ja, ja, noch nicht gefunden. Oh, ich hasse die Viecher, ey. Wieso immer hier? Oh mein Gott. Husch, 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 husch. Nee, doch nicht. Na egal. Ey, mir tut echt die Tastatur leid, aber die Viecher sind echt scheiße. Schon 3 Herzen verloren, 3 habe ich noch. So, schauen wir mal, wo ist denn die Bombe? Schlüssel fehlt noch. Ja, toll. Ah ja, klar, Miniboss, so. Ah ja! Nein, nicht das Viech! Okay, es gewittert. Toll. So, eine Mist. Mistviech. Habt ihr auch schon mal diese Viecher gehabt, deren Bauch sich öffnet und so ein Laser rauskommt? Nein, nein, noch nicht. Ey, seid froh, dass es noch nie gekommen ist. Ey, ich hasse dieses Vieh. Aber bis jetzt hatte ich relativ leichte Bosse, also keine Ahnung. Leicht? Wechseln die? Ja, ständig. Ah, keine Ahnung, die sind bis jetzt richtig easy gewesen, nicht einmal gestorben. Jeder Raum ist anders, da generiert sich immer wieder neu. Ja, ich dachte, die Bosse bleiben trotzdem gleich. Ah, ich hab hier nicht wirklich, Boss. Also du kannst zum Beispiel die bösen Viecher haben, leichte und schwere. Ich hab hier einen Job. Was ist denn das für ein fettes Ding? Oh, fressen. Sag mal, scheiße, mir gerade Würmer oder was? Scheiße, ich komme auch jedes Mal in die Scheiße rein, ne? Ey, geil. Okay, boah, ja, wie soll. Wo finde ich die denn überhaupt? Ach so, die kannst ich hatte doch so einen Charakterauswahl. Wenn du gestorben bist, kannst du danach, wenn du es wieder anfängst, den anderen Charakter zum Beispiel auswählen. Ja, ja, okay. Ist die besser? Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also, die haben an sich manchmal bessere Fähigkeiten. Ja, gut. Scheint wohl der Teufel zu sein da, der mit den Hörnern. Keine Ahnung. Aber in Titelauswahl war an 2 festgebunden da, also bei Charakterauswahl und ein Teufel da, komisch. Weiß ich nicht, ich glaube die Schwester, dass das so aussehen. Ne? Schwester ist Teufels wahrscheinlich. Nee, keine Ahnung, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Nein, oh nee, Gimini. Wenn er weiter so macht, werde ich sowieso. Gimini auf den Sack! Nein, wieso immer ich, ey? Ich krieg immer diese Kackviecher. Der ist ja leicht, ey. Ja toll, mich greift schon wieder mit Blut an, ey. Der hat ja nicht mehr Fernattacken. Was hab ich? Spelunka erhalten. Das Spelunka Boy Archive. Wusa! Oh, das Vieh ist auf einmal so schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh mein Gott. Nein! 7 Herzen habe ich jetzt schon wieder. Ey, verpiss dich von mir, Alter. Nein! Verloren. Ey, das kann nicht wahr sein. Ich habe schon wieder diesen Teufelspaktraum. Ey, sag mal, ich krieg den kaum oder gar nicht und du kriegst ihn ständig, na lol. So, ich habe The Parasite bekommen. Parasite in Form von Parasit, oder? Also meiner hat jetzt Life mal 9. Also die Katze. Also meiner hat jetzt so ein komisches Zeichen auf die Stirn. Er ist ganz, ganz schwarz. Warte mal, ich kann dir mal ein Bild schicken. Ja, geht gerade schlecht. Aber ist ganz komisch, meine Lebensanzeige ist 0, aber da steht live mal 9. Ja, ich weiß, das sind aber graue Herzen. Ist der schwarz komplett? Der ist komplett schwarz, ja. Das ist dreimal Fragezeichen, glaube ich. Ey toll, ich kann mein Herz kaufen und eine Leiter, wie sinnvoll. Hat die auch gehabt, der ist nicht schlecht. Aber was ganz komisch ist, der hat 0 Herzen, aber neben dem Live steht x9, also mal 9. Ich weiß. Aber beide Herzen, die 2 Herzen, die mir geblieben sind, ja, ganz komisch halt. Ja, manchmal ist das Spiel aber echt komisch. Der ist jetzt richtig schnell.
und der sieht richtig aus wie der Teufel höchstpersönlich, also. Na, ich hatte zum Beispiel schon mal die Flügel gehabt. Sah richtig geil aus. Toll, bin wieder gestorben. Oh mein Gott, ey. Das Spiel hasst mich. Ich verliere nur. Ich schick dir das jetzt mal. Geht schlecht anzunehmen gerade. Naja, können die Zuschauer mal sehen, was ich hier so fabriziert habe. Was ist das denn? Ein Auge? Jetzt fliegt das Auge hier rum. Ey, lol. Jetzt fliegt vom Isaac das Auge rum. Alter, ist das böse, ey. Allgemein finde ich das jetzt gerade ein bisschen krass, wie das aussieht. Nein, ich schick's einfach, wenn du dann Zeit hast, einfach annehmen. Ja, ja, kein Problem. Ey, das sieht jetzt so richtig extrem krass geil aus. Ich kenn das. Aber ich habe das auch schon gehabt, glaube ich. Ja, aber das mit dem Herzen verstehe ich jetzt gerade nicht so wirklich. Der Na, du hast keine Rot mehr, oder? Du hast nicht solche Silbernen, oder? Ich hab solche Grauen. Alles ist grau. Ich habe zwei Herzen, beide grau, aber neben den Live steht mal 9. Ja, das sind Rüstungsherzen und 9 sind Leben. Also wenn du die verbraucht hast, kriegst du wieder eins dazu im Prinzip, wieder so ein Rüstungsherz. Und wenn, das ist so wie 9 Leben einer Katze eben. Beide sind tot. Ja, du wirst dann wiederbelebt und hast dann halt ein Life weniger. Und hast, glaube ich, ein Herz dann noch. Ich weiß es nicht. Ich habe einen Goldschlüssel. Ich habe zwei Herzen und die sind nicht mal aktiv. Das ist ganz komisch. Muss ich einfach mal schicken. Keine Ahnung, was das ist. Im Übrigen, ein Goldschlüssel hat übelste Vorteile. Ich nehme halt nochmal eine weiße Kapsel. Und zack. So, jetzt habe ich mir eine scheiß Flamme verbrannt. Wie gesagt, das sieht aus wie der Teufel höchstpersönlich. Also Mike. Nee, warte mal hier. Ich denk mal, Mike würde es nicht sehen, oder ich lasse es einfach, falls das auch sehen möchte. Naja, ich schau mal. Das ist ganz komisch, der sieht jedenfalls richtig aufgepowert aus, aber der ist auch. Der ist auch richtig schnell, der Junge. Wer hat der jetzt. Eine so Gruselpuppe mit sich fliegen, eine Scheißhausfliege und so einen komischen Katerkopf. Der Katerkopf ist das mit den neuen Leben. Ja, aber warum ist er dann schwarz, hat er so einen komischen... Das hat einen anderen Aspekt, das ist glaube ich, weil du glaube ich gestorben bist und du hattest die Katze oder so ähnlich, dadurch verwandelt er sich in das Teil. Kriegt man wohl als Charaktere freigeschalten. Der Typ sieht da jetzt richtig gefährlich und böse aus. Meiner? Ja. Wenn er Zeit hat, kann er sich mal ankicken. Aber ich kann mir das mit den Leben nicht erklären. Also wahrscheinlich, wenn ich jetzt einmal getroffen werde, gehe ich sofort drauf oder solche Geschichten. Ja, du kommst wieder am Anfang wieder, also in diesen Anfangsraum. Ja schon, aber ich möchte jetzt nicht sterben, hallo? Weißt du, wie geil der jetzt gerade aussieht? Ich kenne das, ich bin nur gestorben. War beim dritten Boss dann gewesen. Herz. Oh gut, okay, Leute. Die Musik ist wieder mal geil, ey. Super. Und ich bin gestorben. Ja, ich nicht, ich hab meine Herzen wieder. Ich bin gerade auch irgendwie gestorben. Ich stand nur blöd auf irgendeiner Stelle und war plötzlich weg. Ich bin 5-mal gestorben in einem Video. Lol, oder? Ja, ich bin noch nicht gestorben, aber ich hab jetzt mal Herzen wieder. Das freut mich natürlich sehr. Na, ich hab wieder 2 Herzen weniger. Ja, keine Ahnung. Ich bin hier gerade ein bisschen verwirrt von den neuen Monstern. So. Ey, geil. Also, ein Raum mit Münzen. Dean, wie geil! Also der ist mal richtig schnell geworden, keine Ahnung was das werden soll. Komm. Nicht getroffen von diesen Scheißstacheln? Komm mal. Oh, also ich sehe auch gerade bei den Stats hat sich einiges geändert. Also sein Angriff, also mit dem Schwert da, ist schon fast voll. Seine Geschwindigkeit, fehlen noch 3 Balken. Also, der ist schon ganz gut. Nein, ich werde sterben. Gut, bin gleich wieder da. Jojo. Boah, verpisst euch, ihr scheiß Kackspinnen. ich hab den Raum frei gemacht. Nein! Oh, Glück gehabt.
Oh, ich krieg eine Brille mit roten Augen. Ja, keine Ahnung, meiner ist jedenfalls gerade extrem stark und ich glaube, damit werde ich jetzt auch nicht mehr verlieren. Jedenfalls nicht gegen den Boss hier. Ey, das sieht böse aus, die Brille. Wie viele Bosse gibt's denn eigentlich? Gleich bin ich wieder da, ne? Gleich. Jo. Du. Bosse, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, ich glaube über 20. Eieiei. Lass mich raten, die Mama ist der Endboss? Jupp. Ah, war ja klar. Ey, wie kann man seine eigene Mutter angreifen? Aber na gut. Ich hab mal mir das übersetzt, was auf Englisch über das Spiel da stand. Na, Frosch. Na. Eine Slotmaschine, auch nicht schlecht. Ihhh, scheiße, was ist das denn? Oh mein Gott, ist das ein Kackviech. Oh, gestorben. Ein Zwischenboss namens Lust. Lust, er hat Lust. Er hat Lust, dich kennenzulernen. Oder Lust, mich umzulegen. Ja, oh, das hat er ja getan. Yep. Ey, toll, ne? Ich bin in einem Raum, toll. Ah, hier, okay, hier ist der Bossraum, hab ihn gefunden. Bin mal gespannt, wer jetzt kommt. Also die Monster bis jetzt waren noch relativ leicht, aber ich denke in den nächsten Raum oder in den nächsten Runden wird es anders sein. Kann nicht die ganze Zeit so einfach sein. Hm, doch. Manchmal hat man Glück und man kommt einfach durch. Aha. Oh, Herzen wieder aufgeladen, super. Fallen. Fallen. Hatte ich glaube ich auch schon mal gehabt. So ein Teufel. Bist du ein schwarzes Vieh? Teufel. Boah, der spuckt ja. Ei, ei, ei. Der kann glaube ich fliegen und du musst aufpassen. Er kann auch solche Spezies machen. Ja, der fliegt und hat solche Hörner. Aber der hat gerade keine Chance beim. Oh. Okay. Boah, Kakao. Also bis jetzt hat er schon die Hälfte seines Lives weg. Ja. Durch diese rote komische Puppe, die ganze Zeit auch mit mir auf den spuckt. Ganz eis. Oh, Spezi kurz ausgewichen, ey. Eieiei. Ey, der Kakao hat echt Vorteile gegenüber Spinnen, ey. Ey, der teilt sich, der Wichser. Jupp, das macht er glaube ich noch mehrmals. Oh, wie gemein. Das ist ja auch Isaac. Und ich bin Cedric. Schön, dich kennenzulernen. Ey, lol, ein Raum und ich mach mir Ehren die Herzen weg. Toll. Ich hab einen Schlüssel, wie geil. Da kann ich unten einen Raum öffnen. Mal gucken, was da drin ist. Und. Ein Nonnenkostüm. Eine Nonnenhaube, besser gesagt. Also, so schwer ist der ja eigentlich gar nicht, dieser Teufel, dieser vorne. Und tot ist der eine. Und der zweite ist auch hinüber. Boah. Da! Ah, wieder gestorben beim Endboss. Alter, was ist denn das für ein Kack? So. Ich werde jetzt gerade die Toilette runtergespült.